Willkommen bei Meyers TV. Körpersprache, das Thema Gestik, die Sprache der Hände. Gesten und Gebärden spielen in der Kommunikation eine große Rolle. Die Sprache der Hände kann beschwichtigen, beschwören, anklagen oder auch vernichten. Sagt oft mehr als 1000 Worte. Und straft die gebrochene Rede, manchmal mit Lügen. Ein Beispiel dafür stammt von früheren US-Präsidenten Richard Nixon während des Vietnamkriegs. Hielt er eine Fernsehrede, in der er die protestierende Jugend beschwichtigen wollte. Dabei fiel auch der Satz: Ich verspreche euch, ihr werdet alle bekommen, was ihr wollt. Während er das sagte, schob er beide Hände deutlich nach vorne. Diese Geste verriet, dass er sich mit diesem Versprechen die Jugendlichen vom Leib halten wollte und nur so weit wie möglich unbedingt an sich rankommen ließ. Zur Bedeutung der Gestik meinte der große Pantomime Marcel einmal: Mit Gebärden kann man alles unmissverständlich ausdrücken. Worte können trügerisch sein, aber die Pantomime ist notwendigerweise einfach, klar und direkt. Also, in der Sprache der Hände immer schon darauf achten, wie Hände, Arme sich bewegen, wie sich Augenbrauen bewegen, wie sich sowas bewegt. Manchmal kommt es vor bei Menschen, dann wisst ihr, da kann irgendwas nicht stimmen oder hakt einmal nochmal nach. Und manchmal ist es ja keine Lüge, manchmal ist es einfach nur ein Missverständnis, was man selber im Kopf hat, dass man eigentlich was anderes sagen will, als man gerade gesagt hat. Und dann verschiebt das Gesicht so ein bisschen im Kopf, die Formen. Oder man fässt sich so groß ins Gesicht oder man, ach, okay. Ja, so und so ist es. Ja, so und so ist es dann nicht. Beispiel. Trifft aber nicht auf jeden zu. Manche machen das von Natur aus alle 5 Minuten. Aber diejenigen, die es nicht machen, da kann man sich sicher sein, da stimmt was nicht. Körpersprache sagt sehr viel aus. Und da ich sehr viel mit Körpersprache auf Arbeit mit den Schülern zusammenarbeite und immer abschätzen muss, ist das, was der Schüler sagt, auch jetzt wirklich wahr? Kann ich das ernst nehmen oder muss ich das auf die Goldwaage nehmen? Und ja, lernt man wirklich jeden Tag immer wieder neu dazu. Damit verabschiede ich mich mit Gestik, die Sprache der Händen.